Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Showdown Effect mit Dalokat und Marv. Hallo. 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 Nochmal im Team Deathmatch mit 4 Ninjas, 2 Douchebags und einem komischen schwarzen Typenanzug. Ich hab nicht mal einen Anzug an, ey. Ich hab mir das Oberhemd ausgezogen und jetzt versohle ich euch mal ordentlich den Hintern. Wir machen jetzt nur ganz normales Deathmatch. Normales Deathmatch, ich bin zum Alles. Jeder gegen jeden. Ich wurde von KH, von unten mit den Throwing Knives noch gekahrt. Die Waffe tötet in dem Modus nicht mit einem Schuss. Okay, sehr schlecht. Das ist richtig schlecht, leider. Die macht genau, in welchem Spiel war das? Ich glaube, das ist hier die APB-Waffe. Die schießt dich auf 9, auf 1 HP runter und dann kommt einer und schnappt sich den Kill. Okay. So wie ich jetzt mit 1 HP hier rumstehe, ne? Oh. Ein Lebenspunkt hat er noch. Oh, dann ich seid auch. Ihr wohl geteilter Meinung. Ja, er war geteilter Meinung. Er hat das nicht ganz akzeptiert. Oh, wie war ein Turns mit E, ne? Okay. Ist ein Geldsack ein One-Hit-Kill? Was liegt da am Boden? Das hat mich gerade erwischt. Der Ninja-Pinguin hat entweder einen sehr coolen Skill oder einen ziemlich krassen Lag. Weil ich habe ihn getötet und dann ist er noch ein bisschen so 10 Sekunden weiter rumgelaufen als der Leiche und hat damit rumgeschwertert. Er kann aber keinen Damage machen. Er hat auch auf jeden Fall ganz schön viele Schüsse ausgehalten. Oh Gott, hat so eine Sichel. Oh, mit den Ninja-Messern, die voll OP sind. Ach stimmt, ich habe ja vergessen, dass ich ja noch den Dive-Kick habe. Ach Leute, ich krieg ja nix hin. Aua, 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 aua. Da haben wir die Tür zu hier. Das gibt's Tür zu ja nicht. Das ist ein schöner Versteck hier. Hier bleibe ich. Einen Schuss mit der Knarre. Nihau? Nihau! Ach, die Knarre. Die müssen wollen. Nein! Da! Ich hab keinen Kopf mehr. Ah! Nein, du hast mir den Kill auf Montre geklaut. Oh, jetzt killen die mich hier alle. Thank you, come again. Oh, Murderbird! Mit dem Ninja. Ni hao! Die Knarre! Ja. Ich muss doch die Knarre wechseln können! Die Sniper Rifle bringt hier nichts. Wieso tötet die nicht, weil es keine Henchmänner sind? Was ist denn der Spezial, der Sunny-Koffer? Du heilst dich halt. Der? Ach, eine Heilung, okay. Der Sandkoffer. Oh, Montreal und ich haben uns in einem Shuriken-Battle geliefert. Also das Energy Blade hat eine ziemlich hohe Reichweite, glaube ich, oder? Nihau! Alter! Du warst eigentlich tot! Ach du Scheiße. Geht hier ab. Ich bin auch schon tot. Montre, ich bin eh schon tot. Ni hao! Habt ihr alle immer Wurfmesser drin? Viele, glaube ich. Ja, ich habe auch welche. Ach komm schon, wie hast du das überlebt? Du hast genau so gar nicht. Du hast genau bei mir so unendlich lange HP gehabt. Ach komm. Woher wusstest du das, dass ich von oben komme?
Hat man noch gesehen, wenn du da oben runterkommst. Achso, du hast scheinbar, als hättest du schon längst hätte gewartet. Na, da du wie mit deinen Wurfmessern. Aber das beginnt der Showdown, ey. Ich hatte nur 11 Punkte, das war's. Also auf jeden Fall nie wieder die Rifle, einfach die AK. Ich rede immer von den Typen. Ach, komm schon. Ich immer von den Typen mit den Teleportschuss. Diese Shurikens sind so krass stark. Ich hab dich mit meinem Sniper-Rifle getroffen, nur dass du noch ein HP gehabt. Ach was, das war dein Shuriken. Ein Wurf. Keine Ahnung, ich verliere immer gegen die Typen mit den Teleportschwertern. Oh! Fuck. Kadaver Madness. Flawless Victory. Ist das, hast du sogar noch komplett gewonnen? Nee. Ja, Quatsch. Da und das Wurf, der Wurfstern hat gewonnen. Du hast gewonnen, GG. Das ist aber hier ein anderer Charakter. Gar nicht. Oh, lässt man sehen. Ich bin der Superschleicher. Klar, super. Natürlich. Der Mega-Camper. Mega-Camper, ey. Ja, hier, ich muss er klassisch hier nehmen. Ich muss in der immer das Equipment ändern. Der Ninja hat den besten Skill. Oder die Rocket Jump. Immer das Banditen, der die ist das Beste. Da oben sieht man auch schon, wie man Schleichwerbung macht für seinen Kanal. Was, meine Leiche? Deine Schleichwerbung oben links. Er hat mich gefragt. Ich habe noch die ganzen anderen Waffen noch gar nicht freigespielt hier. Nö, das bleibt so. Hier, wollen wir nochmal. Ich würde sagen, wir Battle nehmen Banditen fester. Ich bin hier mal gespannt. Du bist aufgeregt. Herzklopfen. Er hat aufgenommen, verdammt. Aber warum hat das keiner gesagt, dass das aufgenommen wird? Nach einem Drogentrip wache ich in einem komischen Burg auf. Hab mein treues Katana und einen Eimer auf dem Kopf. Das war eine wilde Nacht. Oh, leck! Oleg? Ernsthaft? Hier! Oleg. Ach komm schon! Ich war so gut die ganze Zeit. Da ist Dado gestorben, ich hab ihn gesehen. Was ist da los, Marv? Ich hatte keine Chance. Hier sterben Leute, ich hör's doch. Ganz offensichtlich. Einer ist mit dem Fahrstuhl gefahren. Ja. Boah, in der Luft, ey. Gesnäht, Pila. Aber man kann im Fahrstuhl nicht den Nachladentyp treffen. Nein! Oh, von dem Band abspringen. Oh, ich hab die falsche Waffe gewählt gehabt. Ich bin die Leiter hochgeklettert, anstatt die zu verfolgen. Nein. Oh, jetzt räumt Dalukat aber auf, ey. Jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen. Wir müssen noch nachladen da oben. Da oben, ey. Okay, das Schild ist eine schlechte Waffe. Brauche ich mal einen extra Auftritt. Hallo! Oh, keiner mehr da. Ich bin mit dem Lift hochgefahren. Fast, ey. Fast hätte ich ihn gehabt. Ja, da wollte ich mich selbst umbringen, aber auch hier hast du Zeit. Also um den Kill dann zu grabben. Ja. Ach, die Tür war offen. Ich dachte, der da lädt war hier unten nach. Der Typ. Leider ist das Schild so eine schlechte Waffe, dass ich da oben 3 Kills holen können. Tschüss. Haben wir da beide ernsthaft getroffen? Nein. Na toll, ich wurde von Skiddy Willy gekillt, weil jemand in eine Rakete reingesprungen ist. Oh, da Luca, guck mal, wie viele Punkte der schon hat.
Ja, immer. Das habe ich auch in MP, ne? Da habe ich einfach eine normale Waffe. Abstaubokard. Ich wollte jetzt einen Hammer aufheben, aber wollte einfach nicht. Toll, ich war hinter der Tür am Nachladen. Kannst du doch nicht mehr aufmachen. Das ist ein Grund, oder was? Ja, wenn die Tür zu ist, heißt das, dass man da nicht rein soll. Na, warte, ich hab jetzt noch nichts mehr. Auf die Knie! Oh, ich hab dich auf jeden Fall einmal noch erwischt. Oh, haut alle wieder ab, ey. Alle hauen uns ab mit dem Rocket Jump. Der ist fies, ja. Ja. Wo ist denn Marv Bobbt? Wie wohl schleicht da rum? Och man, benutzt meinen Fahrstuhl. Ich hab mich hier hingestellt, damit ich mich hier oben heilen kann. Und dann kommst du mit deinem Fahrstuhl im Klauen. Was Nein! Ist das denn? Hallo? Du bist der Lager-König. Was hat das denn jetzt angemacht? Anti-Bier? Oh, wie weit geht die Axt bitte schön? Ah, was war das? Hast du Internetprobleme? Dadurch, wie groß die Reichweite von der Axt? Naja, wenn Marv dich gekillt hat, liegt es daran, dass er gerade übelst unsterblich ist. Problem ist, ihr verfolgt mich eine untote Leiche. Einer ist ja, ich glaube, Marv Server ist gerade abgekackt. Marv ist unsterblich und Leute greifen tot weiter an. Ja. Also nur die Arme fliegen hier rum von oben. Arme und eine Axt. Und irgendeiner hat den Fahrstuhl gerufen, es war keiner da. Ah, das war jetzt blöd. Dann Showdown. Oh, den habe ich auch voll getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Marv lagt. Nein, ey. Oh, so ein Louis jetzt auf dem Fahrstuhl rechte Seite. Ey. Darf du sagen? Tja, wollen wir mal gucken. Dim. Boah, an der Wand. Latsch, und auf Boden. Das Schild ist manchmal buggy, das funktioniert manchmal einfach nicht. Das Schild blockt den Schaden ja auch nicht komplett. Du bist nicht unverwundbar. Ja, manchmal kommt es einem aber so vor. Nein, du kriegst einfach nur viel weniger Damage und Marv hat das Schild ja gemacht, als er nur 1% Leben hatte. Das steht aber nicht dran, das Schild blockt Schaden, nicht blockt nur manche Schaden. Er blockt Schaden. Jo, aber damit sind wir auch gleich schon am Ende, würde ich sagen. Wollen wir hier noch eine Überlänge dran machen und einen noch hinterher jetzt? Go. Na gut, eine geht noch. Eine machen wir jetzt hier noch dran. Ja, aber nicht nochmal Castlevania, hier, ändern sowas hier, ja. Neo Tokyo. Ja. Okay, dann go. Dutch McClone, ey. Ihr seht auch schön in den Rängen. Die Raketenkante ist gar nicht verkehrt. Wie viel mehr die beiden gespielt haben als ich und mit Wontre. Das bisschen. Ja, du hast 5 Stunden mehr gespielt, also da du mindestens eine halbe. Ne, 5 Stunden waren ganz eine halbe. Ja. Fängt nicht gut an hier für mich. Ah, oh, wo sind sie denn wieder alle? Diese Ninja-Messer sind voll OP. Didi. Boah.
Oh. Metal Freak. Ist ein Metal Freak, den Kill. Gimmicks! Der Metal Freak ist irgendwie. Ich weiß es nicht, was der macht. Er kann seine Raketen tun ihm keinen Schaden an. Ihm selber? Ja, er steht vor mir, schießt die Rakete in mich rein und stört dabei nicht. Leider keinen erwischt mit der tollen Axt. Hat er jetzt auch noch Dalus Kill bekommen? Oh. Weißt du, der ist kaum auf dem Server und hat gleich 6 Kills. Ja, klar, weil er mit dieser Raketenwerfer, die ihn nicht selber verletzen kann, und er hat jetzt gerade 4 Kills geklaut. Ein Raketenwerfer kann einen auch verletzen und klauen gehört hier zu. Er steht vor mir. Er hat quasi die Raketenwerfer. Er hat gerade selbst getötet mit dem Raketenwerfer. Er hat gerade zweimal den Raketenwerfer in mein Gesicht gedrückt. Skillig nennt man sowas. Und er hat nicht oder einen lag. Schadenspunkt genommen. Er hat sich wieder gekillt. Jetzt hat die Kills für ihn. Er hat mich zweimal erschossen und mitten mit Raketen. Wir das wohl bei dir nur gelaggt haben, oder? Ah, dieses. Oh, Montreal hat wieder viel AP. Der Nachteil hat durch Lokalisation. Dieses Mal läuft es nicht ganz so gut. Für dich? Für mich läuft es schrocklich, weil ich immer den Typen erwische, der Beste ist als Gegner. Er trifft mich 50 Mal. Oh, Marv hat beide Kills geklaut. Oh, beinahe hätte ich Maru auch noch erwischt. Ja, wenn du lagst hier. Du lagst! Chill out, Dickwad. Liegt schon am Cooler-Automaten und spawnt. Nee, muss mir auch diese OP-Messer holen, ne? Wurfmesser sind OP. Zwei Leute mit dem Messer ein. Und dann geht ihm das Laserschwert noch auf, was? Toll und Marv kommt wieder, um den Rest zu töten. Ein manebisches Battle von drei Leuten. Der könnte den Sieger. Ja, Reste fressen hier. Oh, der mit seinem Laserschwert. Der Ricard. Was war ein 20 Meter Cut? Nein! Oh, hat er mich noch erwischt. Was? Wieso lebt denn der noch? Tot. No. Oh, ich hab dich auch noch erwischt. Vielleicht runtergefallen. Ja. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Stopp, was willst du gemacht haben? Mich noch angeleased oder was? Ja. Nee, es war einfach nur Fallschaden. Du warst der Letzte, der mich angegriffen hat. Angegriffelt. Was ist denn hier los? No, voll reingedived, ey. Hier mit euren Linienmessern. Nee, ich will immer nimm. Okay, hier. You want some? Come get some. Mann, Marv, ich hatte gerade einen epischen Kampf mit dem Metal Freak. Na kommst du. Wo ist Marv versteckt sich wieder? Oh, Ego-Bon. Boah! Du hattest doch fast nichts mehr. Er ist ja trotzdem gewonnen, Marv. Ab Olaf kommt. Wenn Daluk hat das Ding jetzt noch dreht, dann gewinnt er.
Ich hab ja nur 3. Nein! Wieso, aber ich hätte ja für ihn einen Kill. Nee. Und für das sie und für ihn jetzt noch. Ich hätte auf jeden Fall gewonnen. Ich dachte, du kriegst jetzt nur 3 Kills von mir. Ja, aber ich hätte doch noch 2 Leute getötet. Dann liege ich. 5 Punkte hätte es gegeben, wenn ich gewonnen hätte. Ja, das wäre nicht schlecht gewesen. Dann hättest du das Ding nach Hause gebracht. Ich bin aber der Cliffhanger. Okay, das war's. Ich bin der Holy Diver. Tschüss. Tschüss.